besonders das ist auch ein Aspekt, den manche nicht begreifen, besonders für Träger des Din, ja, Menschen, die den Din tragen und ihn verbreiten, ist finanzielle Unabhängigkeit enorm wichtig. Ja, die Leute denken, die Duat und die Ulama müssen die Ärmsten der Armen sein. In der Realität ist es aber extrem falsch und auch gefährlich, denn wegen der Abhängigkeit und der Bedürftigkeit werden sie anfällig dafür, verkauft zu werden. Deswegen sagte, ich glaube, es war Sufyan Thauri oder Ibn Uyayna, ja, jemand hat ihn mal gesehen, wie er einen Dinar so geküsst hat, wie die Türken das Brot küssen. Und da hat jemand sich gewundert und da hat gesagt, ja, nee, weißt du, der war der Mann seiner Zeit, der Muhaddith seiner Zeit. Und dann denkt er sich, was machst du da? Da sagt er, laula hada latamandala bina haula. Wäre nicht das, hätten die uns als ihre Taschentücher benutzt. Er meint die Wohlhabenden, die Hukam und so weiter, ne? Überall da wischen, wo man möchte damit. Überall den Schmutz damit wegwischen. Indem man alles versucht, recht zu fertigen, die Leute kauft, um ihr Fehlverhalten irgendwie bei der Allgemeinheit zu rechtfertigen.